Also, Pater, reden wir erstmal über Ihre Zähne, genauer gesagt Ihr Gebiss. Fakt ist, Sie brauchen eine Krone. Ich brauche eine Krone? Ja, die brauchen Sie. Endlich versteht mich jemand. Jetzt reden wir mal als nächstes über Ihr Sehvermögen. Was haben Sie denn da für ein Problem? Ich habe ja schon eine Lesebrille, die ich doch regelmäßig trage. Aber trotz dieser Brille sehe ich immer verschwommener. Soll ich mir da vielleicht stärkere Gläser reinmachen lassen? Nein, nicht stärkere Gläser, sondern lieber ein paar weniger. Also lieber den Messwein gegen Traubensaft ersetzen. Wie sieht es denn sonst so bei Ihnen aus? Rauchen Sie? Nein, Herr Doktor. Nehmen Sie Drogen? Auch nicht, Herr Doktor. Schauen Sie nicht so triumphierend. Ich finde schon noch was anderes außer Alkohol. Nun, das Einzige, was da noch wäre, ist Folgendes. Seit ein paar Wochen probiere ich einige esoterische Heilpraktiken aus, um meine Seele freier zu bekommen. Deshalb bin ich auch vor kurzem noch zum Heilpraktiker Dr. Arendt gegangen. Was? Wie kann man bloß zu diesem Quacksalber gehen? Dieser sogenannte Heilpraktiker. Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Und was hat dieser Spinner Ihnen geraten? Dieser hat mich gleich zu Ihnen geschickt. Ach so ist das. Ein sehr weiser Mann übrigens, dieser Heilpraktiker. Ich schätze Herrn Dr. Arendt wirklich sehr. Allgemeinmedizin, Haus- und Tierarztpraxis Dr. No. Schwester Akaria am Apparat. Hallo? Hallo, Herr Pohl. Ihre Frau kommt gleich mit ihrer Katze rum. Und der Herr Doktor soll ihr eine Spritze geben, damit sie friedlich einschläft. Kein Problem. Das kann der Herr Doktor gerne machen. Aber findet Ihre Katze denn auch alleine nach Hause? Also kurz und knapp, Sie haben anscheinend das Porzellansyndrom. Was bitte? Das Porzellansyndrom? Was ist das? Das bedeutet, dass Sie nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Also hören Sie mit dem Alkoholkonsum auf, leben und ernähren Sie sich abwechslungsreicher und machen Sie vorne noch mit Schwester Akaria einen Termin für Ihre Zähne aus. Glauben Sie mir, dann wird wieder alles so, wie es sein soll. Also ich glaube in der Kirche, nicht in der Arztpraxis. Aber ich werde Ihren Empfehlungen nachkommen. Danke, Herr Doktor, und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Pater Ben. Ich habe neulich etwas über eine Fischdiät gelesen. Was denken Sie darüber? Über was genau, Frau Hubertus? Glauben Sie, Fische sind gesund? Ich glaube schon. Ich habe zumindest noch nie einen Fisch hier in Behandlung gesehen. Nein, so meine ich das nicht. Sie haben ja eine seltsame Art und Weise, über das Leben zu denken. Leiden Sie etwa auch unter schweinischen Gedanken? Ganz im Gegenteil, ich genieße sie. Na, dann wäre für Sie ein gutes Verhütungsmittel sehr empfehlenswert. Ja, ich weiß. Ajax, Persil und Terpentin. Was hat das mit Verhütung zu tun? Ajax hält das Becken sauber, Persil bremst den Schaum und Terpentin macht den Pinsel wieder weich. Schwester Akaria? Ja, Herr Doktor. Wie ist gestern im Krankenhaus noch die Operation von Herrn Hubertus verlaufen? Unterm Strich ist die Operation gut verlaufen, aber es war sehr knapp. Knapp? Was meinen Sie damit? Einen Zentimeter weiter und ich wäre aus meinem Fachgebiet raus gewesen. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Wieso? Was ist denn los? Wissen Sie, wer gerade reinkommt? Herr Hubertus? Was? Das geht ja gar nicht.
Schicken Sie den mal direkt zu mir durch. Der wird sich was von mir anhören können. Herr Hubertus, sind Sie eigentlich wahnsinnig? Ja, natürlich. Ich bin schließlich verheiratet. Aber ich glaube, das meinen Sie nicht, oder? Nein, ich meinte damit, dass Sie erst gestern noch eine größere Operation hatten und heute schon wieder rumlaufen. Sie sollten wenigstens 2 Wochen strengste Bettruhe einhalten. Aber Krankenhaus ist doch scheiße. Außerdem ist es mit den Schmerzmitteln halb so schlimm. Sie haben noch eine frisch operierte und vernähte Wunde. Wollen Sie, dass die Naht wieder aufgeht? Nein, ich wollte nur meine Frau abholen und gleich mit ihr einkaufen. Herr Doktor, brauchen Sie noch lange? Oh, Moment bitte, Herr Hubertus. Schwester Akaria? Eigentlich bin ich jetzt fertig. Wieso? Es ist gerade ein Patient reingekommen, der einen Kugelschreiber verschluckt hat. Oh je, alles klar. Ich bin sofort vorne. Kann der Patient sich noch einen kurzen Moment selbst helfen? Ja, kann er. Er hat noch einen Bleistift dabei.